Unter Angina pectoris versteht man unter Volksmund auch den Brustschmerz, der durch die Minderdurchblutung des Herzens hervorgerufen wird. Die Angina pectoris tritt auf in der Regel hinter dem Brustbein, kann manchmal auch in den linken Arm ausstrahlen, in den Oberbauch, manchmal auch in den Rücken. Das hängt davon ab, welches Gefäß von den Herzkranzarterien betroffen ist und kann dementsprechend vielfältig sein. Die Angina pectoris kann aber auch stumm sein, mit wenig Beschwerden wie Übelkeit, ein Unwohlsein im Oberbauch. Das haben häufiger Frauen als Männer und vor allem ältere Menschen und Diabetiker spüren diese Schmerzen in der Regel selten oder wenig. Da spricht man auch von einem stummen Herzinfarkt, wenn man ihn durch Zufall entdeckt.